Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hardwest mit mir, dem Baldur. Wir sollen die Kultisten morgens oder vormittags angreifen. Ja. Das ist jetzt natürlich blöd, weil wenn wir ankommen, ist Mittag. Dementsprechend müssen wir noch 3 Runden irgendwie hinter uns bringen. Dann schauen wir doch mal, was wir noch im Inventar haben. Sollten wir vielleicht... Oje, da haben wir jede Menge Material noch, das wir eigentlich verticken können. Dann wäre ich dafür, dann machen wir... Ach, Mist. Dann machen wir das doch mal. Und zwar, ich würde sagen, mal auf in die Opiumhöhle. Ja. Ah, Jingle Tommy hieß Reverend Ashmore lächelnd willkommen. Sie rauchten ein Weilchen und sprachen von alten Zeiten. Tommy gab dem Bestatter zum Dank für seine Hilfe einen Beutel Opium. Okay, das ist natürlich praktisch. So, schauen wir mal, Essenspotionen. Essen sollten wir ja auf jeden Fall noch genügend haben zurzeit. Wir haben hier Schnaps für 10. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir hauen hier einmal das rein, holen den Schnaps. Na? Dahin und den Tabak auch gerade. Und dafür verkaufen wir die Opiumdosen, die wir haben. Die Adlerfigur. Die Ohrenkette. Da haben wir 160. Ja, kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Oh. 5. nicht aufgepasst. Würde ich sagen, die Ohrenkette kommt dann nochmal dahin. Elixier des Adlers. Dann machen wir es eher so. 156. Die haben noch 5. Das kostet jeweils 10. Wenn ich da jetzt einen weghole, mache ich einen Verlust von einem. Das ist natürlich auch unschön. Wenn ich jetzt aber hingehe, die Panzer passen in die Position hinein. 1960 sind 35. Dann holen wir die Nagelbombe raus. Holen das Elixier raus. Machen dann einmal davon 5 dabei. Und dann Pass. Handeln. So, mit dem Tabak. Wir haben für die ganzen Sachen 10 gezahlt. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Dann schauen wir mal. Tabak können wir hier nur für 9 verkaufen. Ach Quatsch, kaufen. Schnaps 7. Habe ich schon sowas befürchtet. Da haben wir auch am meisten in der Opiumhöhle. Na? In der Opiumhöhle bekommen. Dann gehen wir doch mal zur Karawane. So, handeln. Ah, da bekommen wir schon ein bisschen mehr. Dann machen wir doch einfach Folgendes. Ups. Elixier in die Nagelbombe kommt weg. Tabak, Aron, Opium. 28, 16 kostet 1. Ah, ja, auch irgendwie blöd im Moment. Haben die denn Bargeld? Würde ich jetzt einfach mal Bargeld haben. Oder Essensrationen. Nee, Bargeld. 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 Essensrationen können wir immer noch kaufen. Gehen wir mal zur Schnapsfabrik. Und wir müssen wieder alle essen. Ja, Schlafenszeit. Zack.
So, Handeln. Arzt, Tabak. Die wollen noch weniger für Tabak. Ja, scheiße. Da habe ich mich da noch ein bisschen übers Ohr hauen lassen. Naja. Haben wir Lehrgeld gezahlt. Egal, jetzt aber erstmal greifen wir die Kultisten an. Die Ranch war vor ein paar Jahren überschwemmt worden und das Wasser war geblieben. Über der schlammigen Brühe voller Leichen summten Schwaden von Insekten. Auf der Ranch regte sich nichts, der Zugang lag im Morgennebel verborgen. Die Männer wussten, dies war der Moment zuzuschlagen. Na dann, auf geht's. Die Ranch war von drei Seiten zugänglich. Der Bestatter näherte sich aus dem... So, große Lichtung, verfallenes Farmhaus, mittelgroßes heruntergekommenes Haus stand. Ah, nee, über die Lichtung ist eigentlich Blödsinn. Eins der beiden Häuser würde ich da auf jeden Fall bevorzugen. Holen wir das. Ja, komm. Aus dem Süden. Ah, die Ranger von drei Seiten. Harrington näherte sich. Ja, die kann ich hier unterschiedlich. Das ist natürlich praktisch. Der kommt über Nordwesten. Er hier kommt. Ah ja, der Reverend kommt auch über das Farmhaus. Und er hier geht mit Harrington. So, hier haben wir alles soweit voll. Das sieht doch grundsätzlich gut aus. Der Reverend bekommt noch eine Arzttasche. So. Verbessert zielen, ja, komm. Dann bekommen die beide nochmal eine Packung Tabak mit rein. Die Karten sind alle verteilt. Also dann weiter zum Kampf. The posse approached the hideout at dawn. The altar where blood sacrifices were made gave the demon his ability to control his followers' bodies. They could destroy the altar or kill his disciples. Either one would stop the demon prince from resurrecting. The three vessels filled with the blood of his believers strengthened the demon's ungodly powers. Destroying these vessels would cripple the fiend. Okay, also, dann bin ich dafür. Wir versuchen einfach mal den Altar zu zerstören und die drei Fiolen. Da haben wir den Altar. So, da haben wir eine Fiole. Die werde ich dann gleich mal zerstören. Hier haben wir die. Da haben wir die. Da ist noch eine Fiole. Okay. Und da ist der Altar. Gut. Dann läufst du erstmal dahin. Ja, da ist jemand. So, ihr beiden. Einer dahin. So, du. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich was anderes angeklickt hätte, aber so kann man sich irren. Ich gehe auf Nummer sicher. Du läufst erstmal dahin. So, und du läufst dahin. Okay. Zack. Wir sind vorsichtig dahin. Ja, da ist jemand, dachte ich es mir doch. Da ist noch eine Fiole, die will ich auch haben. Dann läufst du mal dahin. Okay, hier ist scheinbar niemand. Ich kann nur auf das Ding schießen. Nein. Wie soll ich denn die Blutfiolen zerstören? Das ist nur noch so ein kleines Rätsel.
Aber ich glaube, da muss ich mich hinstellen und dann drauf schießen. Also du läufst dahin, aber ich würde sagen, ich versuche erstmal die anderen in Position zu bringen, dass ich da... Ah, sieh an. Da steht er. Inklusive seiner Freunde. So, beziehungsweise Anhänger, ja. So, dahin. Du bleibst. Und du dahin. Jawohl. So. Ihr beide bleibt da, wo ihr seid. So. So, du bist dann... Ah, da steht einer. Puh, schlecht. Dann läufst du mal dahin. Okay. Du bleibst, Reverend. Du läufst dahin. So, du bleibst. Du bleibst. Okay, nächste Runde. Ne, dann hätte ich besser gesagt, er übernimmt das hier jetzt gleich. Während ich mit ihm hier dann versuche, den Altar zu zerstören. Das heißt, du gehst jetzt mal dahin. Genau, du... bam, 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 bam. Läufst dahin. Ja, da ist er. Der fiese Map. Du bleibst. Du läufst erstmal dahin. So, ich will nämlich jetzt alle erstmal in Position bringen, bevor ich dann die Sachen angehe. Weil, wenn möglich, wäre nämlich sehr praktisch. Wenn man den ganzen Kram nämlich so in einem Zug erledigen könnte, wäre natürlich schon praktisch. So, du bleibst auch. Du. Geht das sonst niemand? Gehst dahin. Ja, sehr schön. Du bleibst auch. Ah, dann war's das. Und zurück. So, wir hätten dann hier die nächsten. So, dann gehst du dahin. Ah, knapp. Okay. Dann hätte ich gesagt, kann der Spaß beginnen. Zack. Bestätigen. With the vessel shattered, the demon suddenly lost his vitality. Sehr schön. Und nochmal. Blood spilled on the floor, and the demon lost a bit of his speed. Und das nächste Mal. As the vessel fell apart, so did the demon's protective aura. Das ist sehr praktisch. So, und er hier. Da ist es. Ja, komm. Lauf hin. Zerstör den Altar. The demon could no longer return to fight in the mortal form of another. Okay. It was time to send this evil creature back to hell. Oh, ja, komm, schieß weiter vorbei. Das war unglücklich gewählt. Glück gehabt. So. Wow, 5. Fett. So, ihn haben wir halbwegs gedeckt. Okay, er geht jetzt da in Deckung. Ich glaube, da vorne auch noch einer. Oh nein. Daneben, glücklicherweise. So, das heißt. Wo bringen wir dich am besten in Deckung jetzt? Hm? Ich würde sagen, wir spielen erstmal mit den anderen. So, ich habe eher eine bessere Idee. Tausch mal. Kannst du 40%? Nein. Dann geh mal näher heran. Schlecht.
ist das nicht genügend, das weiß ich jetzt schon. Ich würde einfach mal sagen, stell dich mal dahin. Ah, sieh an, da war noch einer. So, 44 oder 55. Ja, dann lieber 55. Feuer frei. So, einmal 5. So, du läufst hierhin. So. Kannst ihn nicht treffen. So, wir haben dich. Komm. Was? 50 Glück? Ach, verdammt. Ja, ich kann trotzdem normal treffen. Also dann. Feuer frei. Zack. The Fiend was no longer anchored in the realm of the living. With its demise, your father found a new path, a new ambition. His final destination, his place to find redemption, was now with you. Aha. Oh. Ja. Mit diesem Abschluss des Szenarios. Ich hätte gedacht, dass jetzt noch was Kleines noch dabei kommt, aber mit Abschluss dieses Szenarios verabschiede ich mich dann auch von heute für euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst uns doch einen Daumen hoch, ein Abo und oder ähnliches da. Auch Kommentare, schaut mal in unsere anderen Projekte rein. Und ja, auch mal in Facebook, da kann man uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal im nächsten Szenario-Teil. Bis denne, ciao!